Ja, hallo und herzlich willkommen aus Timmendorfer Strand zum letzten Teil von Fans Fragen, Spieler Antworten. Ihr hattet wieder die Möglichkeit, bei Facebook ein Team der Deutschen Tour zu fragen, die auf eure Fragen dann antworten. Links neben mir ist Britta Büte. Hallo. Hallo. Und rechts neben mir ist Carla Burger. Sichtlich erfreut über die Abschneidung in Timmendorfer Strand. Wahrscheinlich, ja. Okay, wir fangen mal mit Britta an, die erste Frage. Sabine fragt, wie motiviert ihr euch gegenseitig im Turnier, wenn es nicht so gut läuft? Ich glaube, so Phasen kennt jeder mal, aber ich glaube, dadurch, dass wir uns gut verstehen und gut kennen, wissen wir auch, was derjenige in dem Moment braucht. Also ein Tritt in den Arsch oder mal ein paar aufmunternde Worte. Also ja, ich glaube, da kennen wir uns ganz gut und je nachdem, was in der Situation gerade angebracht ist, wird dann getan. Okay. Andreas fragt, was deine sportlichen Vorbilder sind. Ich glaube, da müssen wir ganz langweilig antworten irgendwie. Ich glaube, so konkrete Leute haben wir nicht, aber man sucht sich halt so von jedem mal irgendwas raus. Also ich glaube, das fängt schon im Team an, dass wir uns irgendwie gegenseitig mal Sachen abgucken können. Also ich habe mir bei Carla mal versucht abzugucken, die ersten Welle rüber zu spielen, aber das funktioniert bei mir nicht so gut. Ja, da habe ich damit wieder auch aufgehört, aber ja. Also ist Carla dein sportliches Vorbild? Ja. Und bei dir ist bestimmt Britta dein sportliches Vorbild? Selbstverständlich. Natürlich. Wenn ich Blockspielerin wäre, dann wäre Britta mein Vorbild, definitiv. Okay. Daniel fragt, was wollt ihr die nächsten 5 Jahre erreichen und ist Olympia 2016 ein Ziel für euch? Unser Ziel ist definitiv Olympia. Wir werden jetzt den nächsten Schritt tätigen und werden in den nächsten Jahren sehen, was dabei rauskommt. Okay. Yvonne fragt, welcher Moment in deiner Beachkarriere wäre für dich am bedeutendsten? Ein großes Ding war auf jeden Fall letztes Jahr die Universiade, aber vor allem auch wegen dem, was so außenrum war, also mit den ganzen Sportlern in diesem Dorf zu wohnen und irgendwie, die kommen mit der Deutschlandfahne zu unserem Finale und feuern uns an und wir holen den Sieg und alle feiern irgendwie Deutschland und sind ein Team und so, das war schon eine geile Sache. Okay, und die vorletzte Frage, Entschuldigung. Tim fragt, seid ihr auch so super süße Zaubermäuse, wenn ihr kein Beachvolleyball spielt? Britta. Ich glaube, die Frage muss ja an Carla weitergeben. Ja, also schieben gibt's nicht. Klingt so ein bisschen wie so eine Annonce in der Zeitung irgendwie. Zaubermaus sucht. Ja, weiß ich nicht. Carla? Tim, melde dich mal bei Facebook und dann klären wir das. Klären wir das mit ihm dann direkt einfach. Bist du eine Maus? Ich sage jetzt einfach mal ja, so, um das abzukürzen. Okay, letzte Frage ist, die Techniker Krankenkasse hat immer noch eine abschließende Frage, die sie allen Teams stellt. Diese wirbt nämlich auf der Smart Beach Tour und bei den deutschen Smart Beach Volleyballmeisterschaften wieder für mehr Bereitschaft zur Organspende. Wie steht ihr denn zu diesem Thema? Sehr positiv gegenüber. Ich habe auch einen Organspendeausweis und finde es eigentlich auch wichtig, dass so viele Leute wie möglich das machen, weil man einfach wichtige Leben retten kann und es ist ja eigentlich kein großes Ding, sich so einen Ausweis machen zu lassen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Ausweis. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder mit befasst und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man einen hat. Und ich werde definitiv in der nächsten Zeit oder in den nächsten Tagen mir einen machen lassen. Kannst du hier zur Technikerkrankenkasse gehen, zum Stand, da kriegst du sogar einen. Dann werde ich das sofort tun. Dann gehen wir da gleich hin. Okay, vielen Dank euch beiden und den Fans, die Fragen gestellt haben. Danke. Tschüss aus Timmendorfer Strand. Tschüss.